Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Hier könnt ihr einige Anzuchtgefäße von mir sehen, die ich alle mit Anzuchterde befüllt habe. Ja, was ist Anzuchterde? Was macht diese Erde so besonders und ist die überhaupt notwendig? Das erkläre ich euch einmal in diesem Video. Ja, was macht Anzuchterde so besonders? Ich habe hier mal welche, die ich euch zeigen kann, noch so ein bisschen. Ihr seht schon, das hat einen hohen Anteil an Sand und an Humus. Das macht die Erde locker, so kann sie mehr Sauerstoff speichern. Sie ist durchlässig, speichert aber dennoch Wasser und genau das ist das, was die jungen Pflanzen brauchen. Und sie hat nicht so viele Nährstoffe. Das heißt, die jungen Wurzeln müssen sich richtig auf die Suche nach Nährstoffen eben begeben. Des Weiteren ist Anzuchterde relativ, ja, oder weitestgehend keimfrei und man kann die auch selbst herstellen. Ich habe meine hier selbst hergestellt, dazu kommen wir aber später nochmal. Ja, ist Anzuchterde jetzt zwingend nötig? Ich sag's mal so, es ist nicht unbedingt notwendig für den Hobbygärtner. Die Vorteile hatte ich ja eben schon beschrieben, dass das Ganze halt eben zuverlässiger funktioniert. Gerade wer mal Pflanzen anzieht, der merkt doch oft, dass dann da was beginnt zu schimmeln, weil eben das Erdreich stetig feucht gehalten werden muss. Oder eben, wie hier bei mir ganz gut zu sehen ist, dass hier Folien über den Deckel sind. Und damit eben kein Schimmel auftritt, sollte man da dann ja saubere, keimfreie Erde nehmen. Das ist der große Vorteil. Also die Anzuchtrate, die Erfolgsquote, die ist halt damit erhöht, wenn man Anzuchterde nimmt. Ansonsten funktioniert das natürlich auch mit ganz normaler herkömmlichen Erde. Aber ja, die ist schnell selbst gemacht. Ich habe euch hier in diesem Video einmal verlinkt, wie man sich Anzuchterde ganz schnell selbst herstellen kann. Und dann hat man schon mal einen Vorteil. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.